Ungewöhnliche Requisiten erwecken immer die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Und hier erhalten Sie ein wirklich sehr ungewöhnliches Requisit, mit dem Sie eine Menge anstellen können. Nämlich, es ist die dünnste Kartenschachtel oder das dünnste Kartenspiel der Welt. Ja, Sie haben das richtig gehört. Das ist eine Bicycle-Schachtel, die in Handarbeit hergestellt worden ist, die nur wenige Millimeter dick ist und richtig cool aussieht. Und das Schöne ist, mit dieser Schachtel können Sie sichtbar und ohne Abdeckung Spielkarten austauschen bzw. in andere verwandeln und Ihre eigenen Routinen kreieren. Sie erhalten diese speziell gefertigte Schachtel, die ein lieber Zauberkollege Dirk Schulze hergestellt hat für mich, und eine entsprechende Trickkarte, nämlich die 52 auf einer Karte, mit der Sie diesen Effekt auch präsentieren können und der immer ein Lacher ist. Und diese 52 zu 1 Karte ist im Bicycle-Format und mit Bicycle-Rückseite versehen. Mein Name ist Michael Küppers und das ist die dünnste Kartenschachtel der Welt. Meine Damen und Herren und alle dazwischen, das ist das dünnste Kartenspiel bzw. die dünnste Kartenschachtel der Welt, denn hierin befinden sich 52 Spielkarten. Und dieser ausgefallene Effekt, bei dem der Zuschauer aus einem Kartenspiel eine beliebige Karte ziehen kann, wird die Zuschauer mit Sicherheit verwundern, denn er hat hier vollkommen freie Wahl, welche Karte er nimmt. Er kann auch eine beliebige Spielkarte nennen, das ist ganz egal. In diesem Fall ist es der Pik Bube, der kommt zurück ins Spiel. Sie heben das Spiel ein paar Mal ab. Die Karten werden gemischt und Ihre Aufgabe ist es, wie so oft, die Karte des Zuschauers wiederzufinden. Und dazu schnipsen Sie nur einmal und die Karte, naja, es ist jetzt nicht ganz die Karte, es ist der Joker, aber wir wissen alle, der Joker gilt für jede Karte. Aber hierin befinden sich 52 Karten und wenn ich den Joker hier in die Hülle stecke und wieder heraushole, dann hat sich der Joker in die Karte des Zuschauers verwandelt, wie man hier deutlich sehen kann. Sie ist mit Sicherheit dabei. Aber das wird Sie natürlich nicht ganz zufriedenstellen. Darum geben wir die Karte zurück, schnipsen einmal und dann haben sich die 52 aufgedruckten Karten in die Karte des Zuschauers verwandelt. Im Übrigen kann diese Karte auch unterschrieben sein. Mit diesem schönen Requisit sind Sie übrigens in der Lage, sehr viele eigene Effekte zu kreieren. Ein anderer Effekt ist zum Beispiel dieser hier. Der Zuschauer sagt hier irgendwo Stopp an dieser Stelle. Schauen wir einmal nach bei dem Pik Ass. Und jetzt kann der Zuschauer hier aus dem Spiel die entsprechenden Asse herausziehen, ohne dass er die Bildseiten sieht. Er wählt einfach irgendwelche Karten aus, irgendwelche drei Karten. Diese drei Karten sind vollkommen frei gewählt. Wie gesagt, die Karten, die frei gewählten Karten kommen jetzt hier in die Hülle hinein. Einmal klopfen, einmal schütteln und dann haben sich die drei frei gewählten Karten in die entsprechenden Asse verwandelt. Ein weiterer Effekt mit dem dünnsten Kartenspiel der Welt. Alles vollzieht sich ohne Fingerfertigkeit.